Alkalisch. Alkalisch ist ein Ausdruck aus der Chemie und hat auch in der Biochemie eine wichtige Bedeutung. Alkalisch bedeutet basisch. Wenn eine Lösung einen pH-Wert höher hat als 7, dann gelten sie als alkalisch. Es kann etwas alkalisch sein, basisch oder eben säurehaltig sein. Und im menschlichen Körper ist der Säure-Base-Gehalt etwas oder das Säure-Base-Gleichgewicht etwas Wichtiges. Um im menschlichen Körper den Säure-Base-Gleichgewicht, den pH-Wert gut zu regulieren, hat der Mensch eine Menge von Mechanismen, eine Menge von Regelkreisläufen, eine Menge von Weisen, diesen Säure-Base-Haushalt gut zu halten. Denn eine Lösung, die zu sauer ist, kann den Organismus in Probleme führen und auch etwas, was zu alkalisch ist, wirkt ätzend. Daher, der richtige Säure-Base-Gehalt ist wichtig. Auch wenn man zum Beispiel die Hände wäscht mit einer Seife, wenn die zu sauer ist, zu viel Säure enthält, ist das für die Haut nicht gut. Wenn sie zu alkalisch ist, ist sie auch nicht gut. Und so ist es wichtig, eine pH-neutrale Seife in der Kosmetik zu verwenden. Alkalisch ist auch wichtig, dass man eine Ernährung hat, die nicht zu viel Säure im Körper produziert. Und so ist eine Ernährung mit viel Gemüse, mit viel Salaten und Vollkornprodukten hilfreich, dass der Körper nicht zu sehr damit beschäftigt ist, Säure abzubauen, sondern dass allein schon durch die Nahrung genügend Basen dem Körper zugeführt wird. Es gibt in der Naturheilkunde auch sogenannte Basenbäder und es gibt auch bestimmte Zusatzstoffe, die man nehmen kann, um im Magen-Darm die Säure etwas zu reduzieren. Zum Beispiel gibt es Kaisers Natron, welches auch alkalisch wirkt, das heißt ein Übermaß von Säure abbauen kann.